Das macht es so viel Spaß, mit den Hundis hier im Park Gassi zu gehen. Hey, das stimmt, Sandy. Hihi und Hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Vitamine und ich, wir beide sind hier mit den Hundis im Park. Ja, das macht wirklich richtig, richtig dolle viel Spaß. Yeah, und es ist so ein heißes Wetter heute und deswegen sind wir beide in unseren Badeläschen. Das sieht so, so cool aus, Vitamine. Ja, und das sieht auch richtig witzig aus, muss ich dir mal sagen. Sehr, sehr cool. Und guck mal, die Hundis haben, glaube ich, auch Spaß hier im Park. Guck mal, Bella freut sich so, so sehr. Und wo ist dein Hundi, Balu, da? Der versteckt sich da. Und ja, die haben richtig viel Spaß. Ich weiß zwar nicht, Balu, der will immer so Gras essen. Hey, Balu, das kannst du nicht machen. Komm mal mit. Oh mein, das ist so, so cool. Ich liebe diesen Park, Vitamin. Das ist so ein wunderschöner Ort. Ja, ich auch, Senti. Das ist einfach richtig, richtig dolle cool. Und Vitamine, weißt du, wie viel Grad wir heute haben? Wie warm das Wetter heute ist? Ich weiß nicht, aber es ist über 30 Grad, Senti. Genau, es ist so, so heiß. Und deswegen habe ich vor ein paar Tagen eine richtig coole Idee gehabt. So, jetzt, du bist der Erste, der die Idee hört. Hör mir ganz genau zu, okay? Eis essen? Eis essen? Eine viel, viel coolere Idee, Vitamine. Hey, was denn? Ich habe mir nämlich vor ein paar Tagen was richtig Cooles im Internet bestellt, womit wir einen Pool bauen können. Was, einen Pool? Wie cool ist das denn? Ja, genau, ein Pool, wo wir dann zusammen planschen können, immer zusammen. Ja, das klingt dann richtig cool, Sandy. Und ich habe schon heute, als ich aufgestanden bin, geschaut. Die Sachen sind sogar angekommen und jetzt können wir eigentlich direkt zu mir nach Hause und anfangen, den Pool zu bauen. Ja, okay. Unsere Hunde, die kommen ja mit, oder? Ja, natürlich. Also hättest du Lust, mir dabei zu helfen, den Pool zu bauen? Hey, aber nur, wenn ich auch da mal manchmal drin baden darf. Ja, natürlich, Vitamin. Du darfst immer drin rumplanschen, wann du willst. Hihi. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da sofort hin, oder? Wir bauen da schnell. Genau, das wird so, so cool. Dann haben wir einfach einen eigenen Pool hinter meinem Haus. Das wird richtig, richtig cool und ich freue mich schon so, so sehr drauf, Vitamine. Warte mal, ich gehe mal gucken und... Wow, da ist wirklich eine Kiste, Sandy. Genau, hier steht schon mal die Kiste und hier sind alle Sachen drinnen, womit wir gleich bauen werden. Aber erstmal, komm, wir setzen mal unsere Hundis hin, nicht, dass sie uns noch hier weglaufen. Nein, aber die können ja zugucken, wie wir bauen. Genau, aber erstmal guck mal, wie schmutzig der Teich. Bäh, Vitamine, geht da raus. Der ist dreckig. Guck mal. Stimmt. Ja, wir müssen ihn erstmal sauber machen, oder? Genau, komm. Wir machen ihn erstmal hier so ein bisschen sauber, dass hier dieser Dreck überall weg ist. Die Seerosen kommen auch weg. Und dann bauen wir hier unseren eigenen Pool, wo drinnen wir dann zusammen immer planschen können. Das wird so, so cool. Hey, Cindy, da hattest du ja mal eine richtig gute Idee, muss ich dir mal sagen. Genau, und das haben auch voll viele Freunde von uns beiden in die Kommentare geschrieben, dass wir mal einen Pool bauen können. Also ist das nicht nur meine Idee. So, dann nehmen auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen raus. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt schon anfangen, oder? Ja, das klingt richtig gut. Aber Sandy, wie hast du dir das vorgestellt? Vielleicht die Sachen hier so ändern für die Sachen, oder wie? Genau, ich würde sagen, du machst hier die ganzen Ränder aus den weißen Blöcken und ich mache den Boden aus den weißen Blöcken, okay? Okay, das sollte ich auf jeden Fall ganz leicht hinkriegen. So, genau, so, so. Das schaffen wir zusammen, Vitamine. Und oh, ich freue mich so, so sehr, dass du mir dabei hilfst, weil ich glaube, allein hätte ich das gar nicht geschafft. Hey, natürlich, Sandy, das ist doch kein Problem. Aber wir müssen auf jeden Fall noch so ein kleines Sprungbrett bauen. Genau, ein Sprungbrett, daran habe ich natürlich auch gedacht, deswegen gibt es auch diese Leiter, aber das machen wir am Schluss und ich glaube, am Ende wird der Pool so, so cool sein, Vitamine, yeah. Ich glaube auch, ich muss sagen, du hattest so eine gute Idee, Cindy, bei so einem sommerwarmen Tagen, weil da braucht man das auch. Genau, weil ich will nicht jeden Tag immer ins Schwimmbad gehen und Diamanten bezahlen, weil das kostet ja auch immer Diamante. Und so, ich stehe auf und kann direkt in den Pool reinplanschen. Das ist so, so cool. Ja, stimmt, Sandy. Weil so viel Diamanten haben wir ja natürlich auch im Monat nicht. Genau, stimmt, weil wir haben ja auch nicht unendlich Diamanten. Und das ist schon ein bisschen teuer, wenn man da jeden Tag rein will. Und bei so einem warmen Wetter, es ist richtig, richtig cool, einfach so einen eigenen Pool zu haben, Vitamine. Und du darfst wirklich jederzeit hier reinkommen, wann du willst.
Wirklich, Sinti? Ja, das verspreche ich dir. Das heißt, wenn du aufstehst und sagst, ich will in den Pool, dann spring einfach rein. Du musst mich nicht fragen, Vitamin. Der ist für uns alle da, für die ganze Stadt. Aber Sinti, eine Frage habe ich noch. Ja, was ist denn? Meinst du, mein Hund und deine Hündin dürfen auch da manchmal baden drin? Ja, wenn die wollen, können die natürlich gerne hier auch ein bisschen rumplanschen. Ja, das ist eine richtig coole Idee. Und Sandy, was hast du eigentlich gedacht, wo das Sprungbrett hinkommen soll? Das kann eigentlich direkt hier nach vorne. Dann können wir direkt von hier so rumplanschen, hier reinplanschen. Genau, das ist eine richtig, richtig coole Idee einfach nur. Genau. Und das Wasser ist auch zum Glück nicht so tief. Das heißt, man kann ja auch nicht untergehen, weil ich kann ja noch nicht so gut schwimmen. Aber das Wasser ist einfach perfekt. Und Sandy, ich werde auch demnächst eine Lampe für dich kaufen, damit wir hier in der Nacht auch so noch baden können. Dann baue ich hier so Lampen unten rein. Genau, dann leuchtet das in der Nacht. Das ist eine richtig gute Idee von dir, Vitamin. Aber der Strand reicht ja eigentlich von der Größe, oder? Genau, das gefällt mir schon so, so gut, dieser Pool-Vitamin. Wie findest du den bis jetzt? Ich finde den richtig mega cool. Jetzt aber nur noch eine Sache. Und das ist ein Sprungbrett, weil wir wollen ja mal so reinspringen. Yippie! Sehr, sehr cool. So, den Strand lassen wir auf jeden Fall hier. Und dann, genau, fangen wir direkt an mit dem Sprungbrett. Und sollen wir das hier auf den Sand platzieren oder direkt hier vorne? Was würdest du sagen? Oder vielleicht hier? Ich weiß auch nicht. Also, Sandy, das ist ja dein Pool. Das musst du entscheiden. Also, wenn du den hier machst, kann man hier so reinspringen. Ja, wenn man den gute Idee, Vitamin. Du hast mich überzeugt. Und dann zack, zack. Sehr, nein, sehr cool. Warte mal, Sandy, ich habe noch zwei so eine Blöcke. Vielleicht sehen die damit besser aus. Probier's mal aus. Okay, warte, ich probier's mal hier mit so. Und wow, das sieht ja richtig cool aus. Genau, dann kommen hier noch so Leitern. Zack, zack. Und komm, Vitamin. Wir sind jetzt die Ersten, die dieses Sprungbrett ausprobieren. Wow, Sandy, das ist ja höher als im Freibad. Ja, aber ich kann es gar nicht abwarten. Es ist so, so heiß. Und jetzt will ich in das kühle Wasser planschen. Yeah. Oh, was ist denn die? Guck jetzt mal. Du, Vitamin. Und du hast eine Drehung gemacht in der Luft. Hey, das ist Sandy, das macht richtig viel Spaß. Und du hattest eine richtig coole Idee. Ja, danke schön, Vitamine. So, und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich nochmal reinplanschen will. Das ist so, so cool. Mir gefällt ich der auch. Eigene Pool richtig, richtig gut. Jetzt du, Vitamine. Yippie! Plansch, yeah. Das macht einfach so, so viel Spaß in so einem heißen Sommertag, Sündy. Ja, das stimmt. Das ist so, so cool. Mir gefällt das so, so gut. Und ich würde sagen, guck mal, ich glaube, ich mache diese Blöcke hier nochmal so zack, zack, dass es ein bisschen größer hier ist. Und dann gefällt mir das schon richtig, richtig gut. Und ich meine, die Tage können wir noch ein paar Sachen dazu machen. Also heißt ja nicht, dass es jetzt schon so fertig ist. Ja, genau. Es muss ja noch nicht so bleiben. Man kann ja immer noch was neu bauen. Aber ich würde sagen, wir können ja erstmal ein bisschen Spaß haben. Genau, ich glaube, der Pool ist jetzt erstmal fertig und jetzt können wir ein bisschen rumplanschen, Vitamin. Und wir haben ja zum Glück noch unsere Badehöschen an. Und warte mal, wir gucken mal. Denkst du, unsere Hundis wollen auch in den Pool? Komm mal mit, Balu. Komm, genau, wir komm, Bella. Baden. Und mal gucken. Und Balu, ja, guck mal. Balu will auch in den Pool. Wie cool. Ja, weil dem ist richtig tolle warm und stimmt, das ist ja auch ein richtig warmer Tag, Sandy. Aber Bella, die kommt. Oh, jetzt kommt sie. Ja, da ist auch Bella. Guck mal, jetzt sind ich, Vitamine, Vitamines Hundi Balu und meine Hündin Bella alle in dem Pool. Das ist so, so cool. Yeah. Das ist richtig cool. Wir sind jetzt einfach mal alle baden, Sandy. Jetzt wird eigentlich nur noch der kleine Daniel und Luki. Genau, und es macht so viel Spaß hier in diesem Planschbecken. Sandy, du kannst ja mal deine Freunde fragen, ob wir später mal Luki vielleicht das Schwimmen beibringen sollen hier so in dem kleinen Becken. Genau, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, ob wir dem kleinen Luki, der da oben wohnt, mal Schwimmen beibringen sollen. Und was ganz, ganz wichtig ist, schreibt unbedingt unten in die Kommentare, was sollen wir noch alles hier beim Pool bauen, weil wir können ja noch so viele coole Sachen machen. Vitamine, du hattest zum Beispiel die noch ein paar Lampen für die Nacht, damit das am Leuchten ist, ne? Ja, genau, das können wir machen. Und dann kannst du das von deiner Garage aus steuern. Also kannst du das Licht an- und ausmachen. Das hört sich richtig gut an. Also wenn ihr noch weitere Ideen für den Pool habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und da würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wird
wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.